Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Dev. Heute mal wieder alleine, weil ich wieder eine Folge vorproduziere, weil ich Bock habe und ich habe Eier. Wie in der letzten Folge hatten wir ja geklärt mit Chaos. Der, by the way, einen Tempel da hinten hat. Ich habe schon wieder so einen fucking... So. Stopp doch einfach. So, da hinten ist auf jeden Fall ein Tempel, wo er wohnt. Auf jeden Fall habe ich mir heute dieses Mal vorgenommen, auf jeden Fall werden wir heute die versuchen zu beschwören. Ja, wow, Handschuhe eines Magiers, aber ich brauche es jetzt einfach nur, um sie zu beschwören. Dafür brauche ich jetzt aber erstmal nochmal diesen Staub. Habe ich jetzt komplett vergessen. Einmal das und einmal das und einmal. Nee. Brauche ich auch noch einmal. So, dann wollen wir mal beginnen. Ich rufe dich. Ich beschwöre dich. Nuria. Lol. Hi. Hat geklappt. Das ist ein Altar. Ja, kommst du mal kurz? So. Ich muss mal kurz... Muss ich mal kurz noch was machen? Ja, ja. Wollte noch mal schnell mal. Bitte mal mitkommen. Vielleicht wollte jetzt noch mal ein paar. Ein Buch noch mal wieder herstellen. Lehrlingszauber für dunkle Magie. Na gut. Aber, bin ich doof. Novize. Jo. Ich habe nämlich noch zwei freie. Ich habe nämlich noch zwei freie Plätze. Habt. Alles in Ordnung? Okay. Ich gehe mal ein bisschen den Zauber mal ausprobieren. Oh.
Oh. Dann wirklich alles in Ordnung zu sein. Na gut, ich habe ja noch diesen einen Zauber hier. So. Mach ich mal statt. Irgendwie das Gefühl, die hat ne, die hat irgendwas. Gut saugen. Scheint stark zu sein. Jetzt was? Ja. Oh. Ja. Na gut, ich muss mal schnell schlafen gehen. Okay. Na gut. Apropos. Braucht nur deine Hilfe. Also ich muss eher eine Frage loswerden. Weißt du etwas über die Götterprüfungen? Oh, jetzt nicht. Okay. Das ist natürlich interessant. Bei dir würde ich eher sagen, magische Kraft. Natürlich sehr vorteilhaft.
Ja, Chaos hat er mir davon berichtet, dass 3 Urgötter nötig sind, um die Dämonenkönigin zu besiegen. Verstehe. Okay. Der Zombie-Sonnen geben mir so auf den Geist. Keine Gegner mehr für mich. Ist das eh? Das wäre schon nett. Das hast du. Was? Das ist nicht mein Zimmer. Die höchstens hier drüben was anbieten. Ich hab hier nämlich schließlich noch ein Bett. Das wird ihm nicht gut gefallen. Würdest du nicht doch lieber... Okay, dann nicht. Sieht aber trotzdem hübsch aus. Na gut. Gute Nacht.
ziemlich eigenartig. Aber wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mal einen fetten Daumen hoch da. Seid abonniert meines Kanals. Und haut da rein und ciao, Leute.